Was ist besser als Orks? Ganz genau, eine ganze Horde Orks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Hier heute wieder aus dem Klemmerstein TV Studio. Heute wieder mit einem Set aus der zweiten Welle von Kiddycraft. Und zwar ein Set aus der HeroCraft Serie. Genau genommen ein weiteres Ork-Set, wie man an dem T-Shirt ja schon erkennen kann. Ich hatte euch ja neulich hier den Ork-Unterschlupf, den Ork-Hideout vorgestellt. Da haben wir ja drei Ork-Kiddies-Figuren mit dabei. Und allein irgendwelche dänischen Klemmbausteinmarken meinen ja, dass man mit 4, 5 Orks vielleicht irgendwie eine Burg angreifen könnte. Ich sehe das anders. Deswegen haben wir hier bei der HeroCraft-Serie halt ein paar mehr Orks dabei. Unter anderem halt hier in einem Ork-Set mit 5 Orks drinne. Also das ist wirklich einfach nur ein Figurenpack, quasi ein Battle-Pack sozusagen, mit 5 verschiedenen Orks und Ausrüstung drin. Oder halt hier die Ork-Ramme, weil was brauchen Orks natürlich, um eine Burg oder Ähnliches zu belagern? Sie brauchen Belagerungsmaschinen. Da haben wir hier eine schöne Ramme, die hat der René designt. Und da sind auch jeweils 5 Orks mit dabei. Das heißt also, man kann hier mit 3 Sets, kommt man schon allein auf 13 Orks, wenn man dann halt noch dazu die Burg hat, da sind nochmal 2 bei, dann bei der Schmiede für die Zwerge ist noch einer dabei und auch bei dem Waldläuferhaus ist noch jemals einer mit dabei, sodass man hinterher auf eine erklägliche Horde an Orks kommt und wenn man dann noch ein paar mehr haben möchte, kann man natürlich einfach auch hier die Battle Packs noch dabei kaufen, die dann ein bisschen untereinander vermischen. Jeder Ork hier in den Sets ist ein bisschen anders, ist individuell, eigene Gesichtsausdrücke, eigene Ausrüstung, Rüstung etc. pp. Das heißt, die kann man dann hinterher auch schön durcheinander mischen, um dann halt zu schauen, was wir da für verschiedene Sachen haben. Und heute in dem Video hier gucken wir uns mal den Battle Pack an, weil ich denke mal, viele von euch, die einfach nur Bock auf Orks haben, die werden hier bei diesem Set hier landen. 5 Orks, 11,99 € UVP. Ich denke mal, das ist eine coole Sache und man kann halt hinterher hier in der Schachtel natürlich auch sehr gut die Orks dann sammeln, wenn man halt hinterher mehrere hat hier. Ne? So, gucken wir uns das Ganze mal einmal an. Von vorne sieht das Ganze so aus. Da sehen wir unsere 5 grünen Horde-Mitglieder hier. So sehen sie aus. So sieht das Ganze von hinten aus. Hier haben wir seine Upassaten nochmal in der Draufsicht. Ja, und hier haben wir das drunter. Gucken wir uns gleich aber auch nochmal aus der Nähe an. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Und wir hatten ja früher die Kiddies-Packs in diesen Tüten, ihr erinnert euch. Da sind wir von abgegangen. Zum einen sind die eh aufwendiger geworden, hier vom Druck. Dadurch sind die Preise nochmal ein Stück nach oben gegangen bei den Figuren, weil die sind wirklich sehr aufwendig, werdet ihr gleich sehen, wenn wir das Ganze hier auspacken. Und zum anderen wollten wir von den Plastiktüten weg und haben hier gesagt, dann lieber diese, wie sagt man dazu, Airplane-Boxen, weil man da halt mehr. Zum einen ist es umweltfreundlicher, es ist halt Pappe und Papier und zum anderen kann man die halt besser benutzen. Man kann hinter die Figuren wieder reinpacken, man kann da Sachen drin sammeln, weil die halt wirklich schön stabiler Karton sind. Ja, und kann man halt hinterher wieder einfach schön zumachen. So, drin finden wir dann halt hier, ich sag mal, eine angenehme Menge an Tüten plus eine Anleitung zu den Figuren. Und dann kann man das Ganze halt hier wieder so zumachen. Und kann dann den Sleeve wieder drüber schieben und man hat eigentlich die Verpackung wieder, so dass es gut aussieht. Und ich finde, also mir gefällt das Design wirklich gut. Dann haben wir hier 2 Tüten drin, einmal mit den Figuren und einmal mit den Zubehörsachen. Und dafür wechsle ich jetzt gerade mal die Kameraansicht, so dass ihr euch das hier in Ruhe anschauen könnt. Ja, hier haben wir die gesammelten Werke an Teilen, die wir in diesem Päckchen dann vorgefunden haben in den 2 Tüten. Ich habe das jetzt hier einfach mal so hingekippt. Und das hier ist der Beilagezettel. Da ist einmal nochmal drin, hier die Explosionszeichnung von der Figur. Dann haben wir jetzt mittlerweile extra schon beigeschrieben, zum Teil schon vormontiert, weil einige Leute da ein Problem mit hatten, dass die schon vormontiert waren und sie total verwirrt waren, dass die Figuren nicht erst zusammengesetzt werden mussten komplett. Es ist halt immer so, wenn die bedruckt werden, werden die schon so weit zusammengebaut, dass die in einem Druckvorgang hier bedruckt werden können. Die sind alle von vorne und hinten und die Beine vorne bedruckt. Und wirklich, wir haben auch die Farben wirklich bis zur bitteren Neige ausgenutzt. Es sind immer bis zu 7 Farben da drauf. Und dann haben wir hier auf der Rückseite dann nochmal Infos zu Kiddies und Kiddycraft. Kannst du mir auf YouTube hier besuchen.
Bisschen Werbung für mich selber. Und dann haben wir hier nochmal das, was auch bei den Barcodes auf den Verpackungen oben drüber ist. Haben wir hier nochmal über den QR-Code drüber. Das ist das. Und hier mit dem QR-Code, da kann man ja dann halt die ganzen Goodies runterladen, die es dann zu HeroCraft gibt. Also sprich Fanfiction, Hörbücher, das Hörspiel, was in Arbeit ist. Da sind Wallpaper dabei. Da sind die verschiedenen anderen Sachen, die Leute so eingeschickt haben, mit bei, wie kleine Spiele, kleine, wie so ein Fanmagazin, wo so ein paar Rätsel drin sind. Das ist wirklich schön, das macht, ich denke, das wird den Kindern Spaß machen. Also es lohnt schon, sich das runterzuladen. Jetzt haben wir hier die ganzen Figuren. Ich habe jetzt hier schon mal die Arme vormontiert. Da gab es ja auch ein bisschen Feedback aus der Community, dass das ein bisschen schwer geht, dass da die Eltern mit bei müssten. Ja, das mag sein, dass manches Kind da Hilfe braucht. Die würde ich ihm ja noch einfach zukommen lassen. Ich habe nämlich mal nachgefragt, die vorzumontieren, das würde so um die 2 € für das Set extra kosten. Und ich weiß nicht, ob man das bereit ist, nur zu zahlen, nur um halt hier 10 Arme ineinander zu montieren. Ja, also, weil ihr Kopf und so, das ist ja wirklich nicht das Problem. Und von daher, also ich würde mal sagen, das lassen wir einfach so. Da muss halt jedes Kind durch. Ich denke, das ist auch machbar, ist eine lösbare Aufgabe. Ich habe da schon zig Hunderte von zusammengebaut mittlerweile und meine Finger sind immer noch da. Es geht also. Ich werde jetzt mal die Figuren hier zusammenbauen und werde sie euch dann gleich zeigen. Aber vorab vielleicht einmal gerade hier die Gesichter, weil die sieht man hinterher nicht mehr so, wenn die Helme drauf sind. Ne? Wir haben hier die Orks in verschiedensten Gesichtsausdrücken. Hier mit abgebrochenem Stoßzahn. Hier mit gepiersten oder angebrochenen Zahn und Augenklappe. Hier mit einer kleinen Narbe im Gesicht. Dann hier unsere Ork-Dame, die da mit bei ist. Ne? Auch die Ladies dürfen da nicht fehlen. Ja, oder dann hier auch schön Badass. Ne? Also hat jeder ein anderes Gesicht. Die wiederholen sich nicht. Ne? Also auch die, die wir vorher schon hatten, die haben immer ihre eigenen Gesichtsausdrücke und auch die Bedruckungen unterscheiden sich immer ein Stück weit. Also da sind, ich glaube, keiner bei, der komplett identisch ist. Wir haben zweimal die gleiche Rüstung in den Sets, wo sie einzeln drin sind, aber die Gesichter sind dann trotzdem anders. Ne? Also da kann man schon immer variieren und dann hinterher seine Ork-Armee dementsprechend auch noch erweitern, sodass man trotzdem keine identischen Orks hinterher dabei hat. So, ich werde das Ganze jetzt mal hier ineinander klöppeln und dann gucken wir uns die Figuren von der Bedruckung und alles dann hinterher mal aus der Nähe an, wenn sie fertig zusammengebaut sind. Da haben wir sie alle zusammengebaut, hier unsere 5 Unholde. Und das passende Zubehör dazu. Wir haben zwei Schilde dabei. Das ist ja immer hier diese Fliese bedruckt, die dann hier in dieses Schild reingemacht wird. Und dann haben wir hier ein solch ein Schwert. Dann hier so eins. Dann hier mein Liebling unter den ganzen Waffen hier. Das finde ich richtig cool. Das war ja bei dem auch schon mit dabei. Dann hier Stachelball an Kette, Morgensternlangläufig genannt. Ja, und dann hier Armbrust für Pfeile und Bogen habe ich mich hier nicht entschieden. Ich wollte, dass die mit Armbrüsten schießen. Und dann haben wir hier nochmal die Klauen. Das ist halt hier für die leichten Kämpfer. In diesem Fall spreche ich es da zum Beispiel der Dame leer zu, weil die durchaus recht fix in den Bewegungen dann sein kann damit. Kann natürlich auch schwere Rüstung tragen. Das entscheidet ja jeder für sich, wie er seine Orks dann ausrüstet. Na komm. Zack. Aber gucken wir uns erstmal hier die Drucke an jetzt. So, ich mach da mal ein bisschen, dass man näher rankommt. So. Hier haben wir, ne? Na nu. Was ist das hier? Warum will es nicht? Ja, nee, irgendwie wird die Qualität schlechter durch. Dann gehen wir mal lieber so ran. Da haben wir hier einmal unsere Lady unter den Orks hier. Und für die haben wir auch noch zum Beispiel ein Ersatzhaar dabei, dass man die auch ohne Helm spielen kann. So sieht sie aus. Hier das Ork-Zeichen findet sich dann teilweise auch in der Ausrüstung nochmal wieder. Dann haben wir hier den Kameraden. Der ist wirklich in Vollrüstung, auch mit Platten an den Armen. Kettenhemd, wirklich bis an die Knie runter. Das Gesicht hat er und auch hier haben wir noch mal einmal ein paar Ersatzhaare, sodass einer der Orks dann auch mal ohne Helm sein kann von den Männern. Ja, der kriegt jetzt hier, zack, Schild in der Hand und
Das Schwert hier. Zack. Dann haben wir hier den hier. Ein bisschen leichter gerüstet. Der kriegt hier das Schwert und auch ein Schild. Dann haben wir hier den Häuptling, Unterhäuptling, was auch immer. Das ist mein Liebling hier aus diesem Set hier. Deswegen kriegt er auch meine Lieblingswaffe. Ja, das sieht ja wohl klasse aus. Und dann haben wir hier noch den hier, auch wieder mit Kettenhemd. Damit ist Kettenpullover. Der kriegt hier den Flagellanten. Und dann, Wasser. Dann können die hier losprügeln, belagern, was auch immer so Orks halt gerne tun. Wie schon gesagt, wir haben da noch die beiden, so dass da auch jeder da einen Helm von hat. Drei Ersatzarme, Hände und einmal die Armbrust. Das ist das, was wir hier in diesem Set dann vorfinden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die richtig gelungen. Das ist eine schöne Ergänzung. Damit kann man seine Ork-Horden dann doch mal nochmal ein ganzes Stück erweitern mit recht wenig Aufwand. So, die Zusammenschieben passen sich auch so rein. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, wie findet ihr die? Wäre das was für euch zum Spielen, fürs Diorama? Wäre das was, was Helms Klamm gut belagern kann? Ja, also wenn wir hinterher hier alles jetzt zusammen haben, haben wir auf alle Fälle einen ganzen Schwung Schilder, dann können wir sogar einen kleinen Schildwall hier mit den Orks bauen. Ich denke mal, auch das wird recht gut aussehen. Alleine hier bei der Ramme sind noch mal drei Schilde dabei. Hier hatten wir ein Schild mit bei. Bei dem Ork-Hideout. Ja, also da kommt dann einiges zusammen. Ich glaube, hinterher kann man auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf 8 Schilde kommen. Damit kann man schon einen kleinen Schildwall bauen, denke ich mal. Das funktioniert schon ganz gut. Ja, das war es hier von mir, von dem kleinen Ork-Angriffsset der KC1409. 11,99 € kostet der ganze Spaß. UVP. Und so wie es aussieht, sollte das Ganze ab Mitte November dann verfügbar sein. Schwimmen tut das Ganze und ist auf dem Weg zu uns. Von daher bin ich zuversichtlich und freue mich drauf, wenn ihr es demnächst dann auch in Händen haltet. Bis dahin habt eine schöne Zeit mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss. Rauben, kämpfen, plündern, das ist unsere Welt. Die Beine in euren Augen ist unser täglich Brot. Was wir euch bringen, ist Elend, Angst und Not. Wir sind die wilden Horden, die grüne Wut aus dunklen Landen. Sie plündern durch die Welt, wir sind die Orden. Eure besten Kämpfer, schickt sie uns entgegen. Lasst sie für euch kämpfen, sind uns unterlegen. Wir bauen nicht, erschaffen nicht, wir pflügen und wir pflanzen nicht. Wenn